willkommen zu dem 13. Spieltag der YouTube-Bundesliga zum Spiel FC Hollig gegen FSV Geilenkirchen. Der vierte gegen den 14. und Tabellenletzten. Ja, Hollig kommt von einer 2:1 Niederlage, eine wichtige Niederlage gegen SC Erlewelt. Geilenkirchen kommt von einem sehr wichtigen Sieg gegen den FSV Sprockhövel, da auch 1:2 der Geilenkirchen auf den vierten Platz gehievt hat. Und da gab's, wie man es vielleicht gemerkt hat, in den letzten Tagen ein paar Erdbeben im Westen Deutschlands. Und hier sehen wir die Aufstellung erstmal von Hollig. 4-3-3. Wir haben Zachary Tür im Tor, Neumann Türk, Bayer Jallo, Stern Persson. Und die Aufstellung jetzt von Geilenkirchen in einem 3-5-1-1. Eine komplett andere Aufstellung. Denn das liegt, wie man unten rechts sieht, daran, Geilenkirchen hat ihren Trainer entlassen diese Woche. Dominik Dicelli nicht mehr bei dem Verein aus dem Westen. Aus dem tiefsten Westen. Dafür sein Ersatz Bruno Hirschnagel schon an der Seitenlinie mit Co-Trainer Samuel Fischer. Wurde groß vom Verein angekündigt in einer Pressemitteilung. Und da beginnt das Spiel. Hollig in Orange, Geilenkirchen in Blau. Mal schauen, wie das Debüt des Schweizer Trainers so verläuft. Jallo. Stern, das wäre beinahe nach hinten losgegangen, das Debüt. Nakamura. Aber man muss auch sagen, es ist eine sehr komische Aufstellung für Geilenkirchen. Das, auch für die Spieler, es ist, da will man ja schon quasi alles Erinnerungstechnische an die Challenge schon irgendwie verdrängen. Nakamura da schon gefühlt am nach Hause gehen. Ob das in oben ist. In Geilenkirchen. Die Überschrift für diese Saison bislang. Unzufriedenheit. Hollig. Jetzt aber wieder im Angriff. Man ist unten im, ja, Kellerkampf. Es gab immer wieder Schlagabtäusche. Jetzt durch die Niederlage gegen Elevate nicht mehr zurück. Und das gibt's nicht. 1:0 Stern. Nicht mal 10 Minuten. Und Hollig führt. Aber wie schön er das rausgespielt hat. Das war wunderschön. Und ja, das ist schon mal ein Ausrufezeichen. Da geht's auch wieder los. Jan sucht dort die Sajo, findet ihn. Holzapfel. Nakamura. Ja, Holzapfel. Gil Gomez. Naja. Es gab schon mal explosivere Angriffe in der YouTube-Bundesliga. Das kann man sagen. Dirk. Persson. Zurück zu Bayer. Persson. Ah ja, jetzt wird's wieder gefährlich, Persson. Zurück zu Jallo. Und da war die Hand von Holzapfel. Die darf da nicht sein. Und
Ja, das heißt Strafstoß. Wobei. So. Das, darüber kann man sich streiten. Aber ist es Strafstoß? Darüber, das ist halt die, jetzt die Entscheidung. Da kann man nichts machen. Und der Schuss verwandelt Wutmann 2:0. 2. Tor in dieser Saison. Und Wallich zeigt. Was dich in ihnen steckt. Wir haben es jetzt schon nach nicht mal 20 Minuten geschafft, so viele Tore zu schießen, wie sie bislang nur zweimal geschafft haben. In dieser Saison gegen Euerdorf haben sie 2 Tore geschossen und gegen Sprockhövel haben sie 2 Tore geschossen. Phil Gomez, Nakamura, Phil Gomez. Der Mais, Nakamura, Holzapfel. Bei so vielen Minuten noch kommt da noch was von Hollig. Schießen sie Geintichen an die Wand. Rottengatter. Das war nichts. Persson. Bayer. Bern, Bayer, Persson. Stern. Alleine vor dem Tor, das ist gefährlich. Rensing ist da. Der Rensing meldet sich in diesem Spiel auch mal wieder. Und jetzt gibt's eine Ecke. Und dann stellt man sich beinahe selbst im Weg. Wutmann jetzt wieder. Ja, Holzapfel. Nakamura. Rottengatter. Nakamura. Rottengatter. Holzapfel. Weit nach vorne. Neumann köpft aber weg. Jallo. Stern. Jallo. Fast 60% Ballbesitz für Hollig. Das ist Territorium, der ungewohnt ist. Gil Gomez. Rottengatter, Gil Gomez. Nakamura. Holzapfel. Gil Gomez. Ja, jetzt gibt's mal Bewegung nach vorne für Gallenkirchen. Dabei ging viel zu weit. Kein Problem für Takarito. Der Mais. Holzapfel. Gekommen ist Nakamura. Er hat Gallenkirchen wieder den Ball. Der Mais. Holzapfel. Ja, wieder leichtsinnig verloren. Flügel. Hollig macht das eben in allen Bereichen bislang viel besser als Gallenkirchen. Ich habe gerade auf meinen Zettel geguckt, um mich zu vergewissern, dass tatsächlich ich bei den beiden Mannschaften die richtigen Statistiken gesagt habe. Da ist das dritte Tor! Persson! Reinsing hält den Ball nicht fest und der Ball landet auf den Füßen von Persson. Nur noch verwandeln musste er. Tor für Hollig. Und zum ersten Mal sind es 3 Tore in einem Spiel für den FC Hollig. Das ausgerechnet gegen den Verein, der momentan in der Tabellenplatzierung europäisch spielen würde, ist das ist kein guter Look. Aber ein grandioser Look.
wie die Mannschaft in Orange dir meist. Jan. Gisajo. Oh, Jan. Gisajo. Hier kommt es, Gisajo. Der Ball ist noch bei Gangkirchen. Jetzt hat man ihn aber verloren. War nur eine Frage der Zeit. Und da gab es den Pfiff. Wir gehen in die Halbzeitpause mit einem viel aussagenden 3:0. Was kommt da jetzt in der zweiten Halbzeit? Insbesondere von dieser Mannschaft, Gallenkirchen. Wir werden erst erfahren. Zweite Halbzeit beginnt. Und mal schauen, ob man dieses Mal tatsächlich Anwesenheit von Gangkirchen hat. Ja, das sieht schon mal besser aus. Gil Gomez macht aber die Standardaktion von Gangkirchen aus der ersten Halbzeit, nämlich den Ball verlieren. Das ist eindeutig das Spiel von Hollig. Das ist kein guter Start für den neuen Trainer. Es liegt definitiv alles in der Luft. Scheiße, Mist, was auch immer. Aber definitiv kein genug von Wandel. Ja, wobei, Kilgom ist jetzt die Anwesenheit Gallenkirchens bestätigt. Man ist jetzt doch angekommen. 3:1, man verkürzt. Aber ob das jetzt tatsächlich mal eine Wende zumindest in diesem Spiel einläutet. Hollig spielt ziemlich gut. Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich das vorher sagen möchte. Nichtsdestotrotz, trotz Verkürzen auf 3:1, ist das immer noch ein Spiel, was ich von Hollig definitiv sehen lassen kann. Wie gesagt, sie haben davor in dieser Liga noch nicht einmal ein Spiel mit 3 Toren beendet. Das haben sie jetzt schon mal geschafft. Stern, kommt jetzt ein viertes? Nee, es gibt eine Ecke. Hier sehen wir nochmal das Tor von Kill Gomez. Auch das Einzige, glaube ich, was in diesem Spiel Gallenkirchen-Fans sehen wollen. Den Rest kann man getrost ignorieren. Stern. Zu Neumann, Stern. Neumann. Ja, das wird nichts. Kill Gomez. Holzapfel. Kill Gomez läuft in die Verteidigung rein. Noch 30 Minuten. Und noch nie hat man es in Hollig so sehr gehasst, dass ein Fußballspiel 90 Minuten geht wie jetzt. Dann wäre so ein Fußballspiel doch viel kürzer, wie zum Beispiel 60 Minuten wäre schon längst vorbei und man hätte den 3:1-Sieg. Aber vielleicht wird es dann noch besser. Ja, nicht, wenn man ins Aus läuft. Dann gibt es nämlich Torabstoß für Rensing. Und das sind Bilder, die man gerne sieht in Hollig. Döner kommt jetzt für Bayer bei Hollig. Ein Wechsel. Interessant, dass Hollig eher wechselt als Gallenkirchen. Das überrascht mich etwas, aber ja, wenn man der Meinung ist. Ja, da liegt ein Gallenkirchener Spieler auf dem Boden. Er hält sich die Schulter. Aber er scheint jetzt wieder zu gehen.
Rattengatter zu Nakamura. Phil Gomez, Holzapfel, Nakamura. Ja, man hätte vielleicht vorher schon mal einen Schuss auf Storm machen können. Man hat eine Ecke. Geschossen von Rottengatter. Und sehen wir es auch. Willi hat, war das, der da was abbekommen hat. Aber wie gesagt, ihm geht's da wieder einigermaßen. Till Gomez macht sein Doppelpack! Verkürzt auf nur noch mehr ein Tor. Jetzt steht's 3:2. Und jetzt muss man vielleicht auch noch zittern, den Hollig. Schafft keinen Kichen ist tatsächlich. Unverdient. Ich muss es bislang sagen, also laut momentanen Leistung, für mich Hollig der verdiente Sieger. Selbst die zwei Tore ändern das nicht. Und beim Ausgleich. Ah. Was macht man dann? Ärgert man sich in Hollig auf seine eigene Mannschaft? Ärgert man sich wegen Pech? Wie geht man damit um? Das ist ja auch dann eine Situation, die nicht wirklich familiär ist für Hollig. Conway. Willi gibt ab zu Holzapfel. Nakamura. Oh, weiter Ball. Auf den Flügel sollte er gehen. Aber Jan kommt da nicht dran. Flügel. Stern. Ja, Flügel. Jallo. Schießt daneben. Das wäre die Vorentscheidung. Wolfrudel kommt jetzt für Flügel. Wechsel bei Hollig. Dann kriege ich den immer noch ohne Wechsel. Und muss noch mal erwähnen, wir haben noch 15 Minuten. Das sind 15 Minuten zu viel für den FC Hollig. Von der Gefühlslage her. Aber das war eine sehr interessante Statistik. Die überrascht mich, dass Gallenkirchen fast genauso viele Pässe wie hat wie Hollig und die genauso präzise sind wie die von Hollig. Das muss ich sagen, fühlt sich nicht so an. Stern. Oh, Wolfrudel. Jetzt in die Mitte. Wutmann Rensing ist da. Der zeigt eine Halbzeit, die um Welten besser ist als die erste. Aber momentan drei Punkte liegen hier noch in Hollig. Und man hat eine Ecke. Stern. Ja, Wolfrudel. Dirk verliert den Ball. Oh, jetzt wird's aber chaotisch hier. Woltmann, Persson, Wolfrudel. Wolfrudel. Der Mais blockt den Ball. Jetzt gibt's noch mal eine Ecke. 5 Minuten. Der Countdown. Er klickt runter. Duval kommt jetzt für Willi. Endlich mal im Wechsel. Und dann hauptsächlich wahrscheinlich nur, weil Willi verletzt ist. Weil er dann doch nicht so ganz ausloggen wollte. Stern. Persson, Gutmann. Persson. Wolfrudel. Man verliert den Ball. Duval, Rottengatter. Als Apfel, Rottengatter, Nakamura. Der läuft. Na, was macht er? Tänzelt. Gibt ab zu Rottengatter. Jan Till Gomez! Der Garito ist da!
War es das? War es das? Sind das die drei Punkte für Hollig? Es gibt noch eine Ecke für Geilenkirchen. Aber das war eine Chance, die darf er sich nicht nehmen lassen. Und auch die Ecke, das sieht der Mais, man versucht es noch. Rottengatter, die Pfiffe. Man möchte das nicht sehen. Duval. Ah, Jan. Jan. Ah, Holzapfel. Wann kommt der Pfiff? Da gibt's den Pfiff. Hollig besiegt Geilenkirchen 3:2 und nimmt drei sehr verdiente Punkte. Und ja, Geilenkirchen, man hat dann doch gekämpft, um noch Punkte zu holen. Am Ende waren es dann doch 0 Punkte. Ist fast gut die Hinrunde zusammen, die dieser Verein hatte. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.